Hallo Wander- und Traumschleifenfernsehen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Adventure Trails. Ja, wir sind heute in Waldhölzbach in der Gemeinde Losheim am See und wir waren länger weg. Wo waren wir denn? Ja, wir hatten ein bisschen Urlaub, haben mal ein bisschen Zeit für uns gemacht, ohne YouTube, dann war ich viel mit AdFire unterwegs und ja, so kam man einfach nicht zum Filmen und jetzt waren die letzten paar Wochen wirklich richtig schlechtes Wetter, nur im Regnen und da hat man dann auch nicht so die Lust durch den Wald zu laufen, weil dann irgendwann auch keinen Spaß mehr macht, mit der Kamera dann hin und her und so. Genau, aber jetzt sind wir wieder da, jetzt ist inzwischen auch schon Herbst. Genau, und ja, wir hoffen, ihr begleitet uns wieder auf der schönen Tour hier. Wir gehen heute, wie gesagt, den Felsenweg und sind mal gespannt. Ich glaube, der hatte 2009 mal einen Preis gewonnen, weil er so gut war und wir sind mal gespannt, was uns erwartet. Und wenn ihr Bock habt, dann kommt mit. Hier mal noch so ein paar Infos zur Tour. Ich schmeiß mir den Wandercomputer an. Wie viel Kilometer? 14,2. Genau. Höhenmeter? 350 im Internet und im Buch waren es, glaube ich, ein paar mehr. Ja, das ist ein bisschen die Aussagen sind Widersprüche. Buch hat die Strecke, glaube ich, auch 13,5 Kilometer und im Internet 14,2. Kann auch sein, dass unser Buch ein bisschen veraltet ist. Und 96 Erlebnispunkte, bisher ganz schön, die ersten paar Meter. Zwischen Kilometer 2 und 3 ist angeblich gerade wegen Baumfällarbeiten der Wege im schlechten Zustand und konnte wegen dem schlechten Wetter dann in den Stand gesetzt werden. Da sind wir einfach mal gespannt, was da macht. Müssen wir ein bisschen im Matsch suhlen. Genau. Und gehen wir mal weiter. Ein oder andere erkennt von euch vielleicht die Bank, die ihr gerade gesehen habt, vom Wandermarathon damals, letztes Jahr 2019. Grüße gehen raus an den Autobuddy, an den Chucky und den Erik. Der Erik hat gerade Nachwuchs bekommen. Noch liebe Grüße von uns und herzlichen Glückwunsch dazu. Und ja, wir werden dieses Jahr auch wieder gestartet. Leider ist ja bekannterweise alles ausgefallen in die Richtung. Und wir hoffen natürlich, dass wir nächstes Jahr wieder mit an den Start gehen können und da kommt Eva natürlich auch mit, ne? Ja, ich muss vorher noch ein bisschen üben, 40 Kilometer laufen. Genau, aber da freuen wir uns schon. Ja, wir haben keine Kriegsbemalung, das heißt, wir haben den Matsch gut überstanden und das war gar nicht so schlimm. Das war total okay. Genau, und ja, haben wir noch ganz vergessen zu erwähnen, der Zweitälerweg begleitet hier die Tour bis hierhin und das Ganze teilt sich jetzt hier und wir gehen natürlich weiter auf den Felsenweg. Hallo. Und hallo. Hallo. Und ich glaube, jetzt ziehe noch mal die Jacken aus, denn wir dampfen schon ganz schön. Nee, ich nicht. Ist schon, wird ganz schön warm. Ihr wisst, wer schwitzt, stirbt. Und wer hat das gesagt? Ja, genau, in die Kommentare. Und ja, und Grüße gehen raus an Soul Trails. Hier ist das Zeichen vom Nord-Süd Trail. Der Soul Boy ist unterwegs ganz oben aus dem Norden, einmal komplett durch Deutschland durch, bis in den Süden nach Bayern. Und ja, hat die längste Wanderstrecke, den Nord-Süd-Trail, ausgezeichnet, den längsten Trail in Deutschland ausgezeichnet. Wenn ihr da mehr wissen wollt, hier oben die Verlinkung zum Kanal, schaut euch das mal an. Das ist eine super tolle Strecke, wenn man viel, viel Zeit hat, kann die mal nachwandern. Musik.
Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Tour. Wie hat dir die Wanderung gefallen? Die war sehr schön. Also es ist ja schon angekündigt, dass die sehr schön ist. Deswegen erwartet man auch viel. Aber ja, sehr herbstlich, sehr schön. Ein bisschen hat es geregnet zwischendurch, aber ansonsten kann man die sehr empfehlen. Genau, sehr abwechslungsreich. Die Pfade waren sehr schön. Wir können sie wieder empfehlen. War eine sehr schöne Traumschleife und hoffen, ihr seid nächstes Mal wieder dabei bei Adventure Trails. Tschüss! Tschüss mit dem Blatt!